Es gibt noch eine andere Art von Arbeit in der medizinischen Physik, aber auch in der anderen Physik natürlich. Aber und zwar die Atemarbeit und die Herzarbeit. Die sind aber beide Druck- und Volumenarbeit. Druck- und Volumenarbeit, oh, wie rechnet man denn das? Wir kennen ja die typische mechanische Arbeit als W ist gleich Kraft mal Weg, also W ist F mal S, was in Newtonmetern angegeben wird. Und das soll mit P mal V auch gehen. Komme ich gleich drauf. Das wird nebenbei auch in Newtonmeter angegeben. Ich zeige dann mal zwei Berechnungsbeispiele. Einmal für die Atemarbeit und einmal für die Herzarbeit. Warum überhaupt Arbeit? Was ist da so schwer dran zu arbeiten für die Lunge bzw. das Herz? Naja, wir dürfen bei beiden nicht vergessen, die pumpen entweder eine Flüssigkeit bzw. ein Gas. Und auch Gase sind auf ihre Art viskös. Oder viskos sagen wir meistens. Viskös ist wird manchmal auch gebraucht. Also zäh. Also selbst ein Gas, wenn wir mit der Hand einfach mal so durch die Luft fahren, ganz schnell, dann merken wir Gas an der Hand. Dann merken wir, da ist was. Da ist ein Widerstand. Und diesen Widerstand gilt es einerseits zu überwinden. Einerseits. Blut, man sagt auch dickes Blut, manchmal so landläufig, ist eine Flüssigkeit. Und je weniger Wasseranteil, umso viskoser wird es. Also dagegen müssen Herz bzw. Lunge anarbeiten. Andererseits sind Fluide, das ist ein anderes Wort für Flüssigkeiten, Fluide geht schneller, oder Gase, die haben auch eine Masse. Also auch Luft hat eine Masse. Zum Beispiel, die Luft hat eine Masse von 1,29 ungefähr Kilogramm, also pro Kubikmeter. Jeder Kubikmeter Luft wiegt 1,29 Kilogramm. Das ist schon ganz schön. Also sind sie träge. Dass eine Flüssigkeit träge ist, das merken wir, wenn wir sie einmal in Gang geschoben haben und die aus dem Gartenschlauch zum Beispiel rausspritzt, dann fliegt sie von alleine weiter. Und bei Gas merken wir es, wenn wir im Zug oder im Bus sitzen und eine Kurve fahren. Vor allem im Bus ist es deutlich, weil der schärfere Kurven fährt, beziehungsweise wenn er bremst, dann umströmt uns plötzlich die Luft des Busses innen drin und dann kommt sie wieder zurück. Also die sind träge, auch dagegen müssen beide Organe anarbeiten. Und nochmal zur Viskosität. Die Viskosität, die erschwert also die freie Strömung, dagegen müssen sie anarbeiten, die Organe. Und andererseits gilt es noch, Druckunterschiede zu überwinden und das ist auch eine mit der Ursachen. Natürlich, jetzt gibt es noch Verengungen von irgendwelchen Gefäßen. Dann strömt das alles viel schwerer durch, verwirbelt und so weiter und so fort. Das sind solche Dinge. Aber im Wesentlichen haben wir es gleich abgearbeitet. Leute, wenn ihr Lust habt, dann macht doch mal Folgendes. Rechnet doch einfach mal nach. Ich erkläre mal ganz kurz für beide Organe, was passiert ist. Ich habe hier ein Delta davor gesetzt, griechischer Buchstabe Delta für Differenz. Pardon. Und zwar die Arbeit errechnet sich aus dem Druck und dem Volumen. Aus dem Druck, der zusätzlich erzeugt werden muss. So müsste man es eigentlich sagen. Und zusätzlich erzeugt zum normalen atmosphärischen Druck oder zu dem Druck, der gerade da vorhanden ist, das drückt man mit Delta aus. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel 14 Kilopascal, guckt nochmal, Druckeinheiten und Druck habe ich hier einen Link mit angefügt. Das Video bleibt stehen, falls jemand von außen auf diese Playlist gekommen ist und das noch nicht weiß. Wenn man hier oben auf das I achtet, wenn man mit der Maus hier reinfährt, dann sieht man manchmal auch hier solche Einblendungen und da wird es dann gezeigt. Ruhig draufklicken, sich informieren, dieses Video bleibt stehen. So, 14 Kilopascal und mal 70 Milliliter. Igittigitt, da soll Newtonmeter rauskommen. Na, das funktioniert so. 70 Milliliter sind ja 0,07 Liter. Auch wieder, ich glaube, ich füge einen Link an zum Thema Einheiten. Oder andersrum, ein Liter ist ein Kubikdezimeter. Ah. Pascal sind aber auch Newton pro Quadratmeter und das Kilo heißt bloß 1000. Das ist also nicht schlimm. Ich kann also das Kilo schnell durch 1000 ersetzen und habe dann für Pascal Newton pro Quadratmeter und die 0,07 Kubikdezimeter, vorsichtig, da muss ich das Dezi, weil das hoch 3 ist, als Tausendstel ersetzen. Und schon passt die ganze Formel wieder zusammen. Macht das mal am besten selber. Stellt die Formel bis dahin auf, guckt dann weg und macht das mal selber, wenn ihr es berechnen wollt. Und plötzlich, und jetzt lässt sich der Rest einfach ausrechnen, ich habe dann bloß noch eine 14, die übrig bleibt, und eine 0,07, das nehme ich miteinander mal.
Es entstehen zwei Kommastellen. Wenn ich 14 mal 7 gerechnet habe, habe ich 98. Aber Achtung, zwei Kommastellen, also 0,98. Und die Einheit Newton und Meter bleiben übrig nach dem Kürzen. Hier von dem Quadratmeter und hier von dem dann entstandenen Kubikmeter. Achtung, achtet immer auf solche Vorsilben. Da muss man dann schnell mal was dagegen tun. 0,98 Newtonmeter sind auch gleich Joule. Ich werde noch einen Link anfügen, dass das hier gleich ist. Also Newtonmeter und Joule bzw. Wattsekunde sind die gleichen Einheiten und die Zahlen kann ich demzufolge bequem beibehalten. Alles Vorteile, die sich aus den SI-Einheiten ergeben. SI-Einheiten sind sehr praktisch. Ich weiß, manchmal gewöhnt man sich schwer dran, aber sehr praktisch, denn man muss dann nicht mehr so viel Umrechnungszahlen und so weiter aufwenden. Bei der Lunge die gleiche Formel angesetzt. Ich nehme mal jetzt nur einen Druck von 0,3 Kilopascal und jetzt mache ich es mal ein kleines bisschen anders als hier, aber nur ein ganz kleines bisschen. Zu 0,7 Liter sage ich 0,7 Kubikdezimeter. Setzt das aber erst hinten rum ein, indem ich sage 0,3 mal 0,7 ist 0,21. Hier eine Kommastelle, hier eine Kommastelle, entstehen hier zwei Kommastellen. Vielleicht kriege ich hier noch einen Link unter, weshalb man es so rechnet. Und dann kommt ja von dem Kilo, kommt ja die 1000. Ne? Statt Kilo schreibe ich 1000. Und Achtung, statt Dezi hoch 3, Dezi ist ein Zehntel, Zehntel mal Zehntel mal Zehntel ist ein Tausendstel. Und jetzt kümmere ich mich ab hier bloß noch um die restlichen Einheiten und sage, okay, hier mal 1000, hier durch 1000, das kürzt sich wunderbar raus. Die Quadratmeter und die Kubikmeter kürzen sich wieder raus, bleibt Meter übrig, hier dieses und das Newton übrig. Und siehe da, Newtonmeter, damit habe ich die Einheit wieder fertig. Jo, beziehungsweise, ach, ich Trottel schreibe auch noch hier Newtonmeter hin. Joule wollte ich hinschreiben. Naja, das kommt davon. Habe ich noch was vorbereitet? Ach ja, wie kann man diese Werte überhaupt messen? Diese Werte, die ich dann einsetze, um irgendwelche Arbeiten zu berechnen. Beim Herzvolumen macht man es, indem man mit einem Doppler-Sonar, da werde ich dann später erst drauf verlinken, weil ich das Video noch nicht dazu gemacht habe. Ein Doppler-Sonar ist eine tolle Geschichte. Achso, das muss ich dann wahrscheinlich zum Schluss machen. Ist ein tolles Gerät, da kann man praktisch nicht invasiv, also ohne dass man den Menschen dafür anzapft oder sowas oder ihn mit einer Nadel piekst, kann man von außen Geschwindigkeiten messen, verschiedene Geschwindigkeiten. Das geht auch, naja gut, einfach nochmal in der Playlist nachgucken. Es geht auch bei anderen Geschwindigkeiten. Und die Druckdifferenz, na, ich denke, das macht man mit dem Blutdruck. Denn Druckdifferenz von normal auf diesen erhöhten Druck, Diastole, Systole, wisst ihr alles besser als ich. Wie macht man das mit dem Lungenvolumen? Nur ganz einfach in eine Tüte pusten. Sage ich jetzt mal so ganz locker. Habe ich mal von einem Arzt gehört, da pusten sie mal in eine Tüte. Die Tüte ist vorher leer, dann wird sie von meinem Lungenvolumen gefüllt und fertig. Damit hätte ich das Volumen. Und die Druckdifferenz messen, das geht nicht mit dem Doppler-Sonar. Das macht man, indem man den Menschen zum Beispiel in eine Druckkammer, ein richtiges kleines Häuschen, ein Behältnis, reinsperrt und da innen den Druck immer verändert und dann guckt, was die Lunge macht. Die muss ja diesem Druck folgen. Und damit kann man automatisch Rückschlüsse ziehen, welche Druckdifferenz hat der Mensch zu bewerkstelligen. Gut, jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, es hat euch geholfen. Dafür habe ich es ja gemacht. Also, ich wünsche euch alles Gute beim Verstehen. Verstehen ist cool. Ich finde es jedenfalls cool und meine bisherigen 11.000 Schüler fanden es auch cool und die Studenten sowieso. Also, bis dann. Tschüss, tschüss.